Hallo, guten Morgen, willkommen zum Sonntagstalk. Jetzt war ich schon voll im Stress, ich habe kochen geholfen, wir machen heute Osso Buco und selbstgemachte Nudeln dazu. Und jetzt muss ich noch die Cremolata machen, das heißt aus Bio-Zitronen die Schale abschaben und mit Petersilie vermischen, das kommt nachher drüber, aber das ist ein anderes Thema. Ja, Sonntagstalk, kleiner Wochenrückblick. War ja eine kalte Winterwoche mit einer extremen Kälteglocke. Manchmal hat die Sonne aufgemacht, manchmal nicht. Bin da draußen zweimal schön spazieren gegangen. War wunderbar. Außerdem musste ich meine ganzen Fahrzeugbatterien laden. Ein paar Tage nicht gefahren im Auto. Hat tatsächlich eine ein bisschen geschwächelt. Dann habe ich mal an den Fahrzeugen die Batterien alle durchgeladen. Das empfehle ich euch auch, wenn ihr vielleicht die ganze Woche das Auto nicht benutzt habt und es ist bei 10 Grad minus draußen gestanden, da kann es sein, dass eine schwächelnde Batterie schon mal zusammenbricht. Ja, Franz Beckenbauer ist letzte Woche gestorben, war ein großes Medienaufkommen, selten so eine Berichterstattung bei anderen Prominenten, die sterben, deswegen habe ich mir den Nachruf gespart. Ich mache ja öfter Nachrufe, aber meistens auf die Personen, die in Vergessenheit geraten sind, die will ich da wieder in Erinnerung bringen. Beim Beckenbauer war das einfach nicht nötig. Da war ein Medienaufkommen, das war ja der Wahnsinn. Wie gesagt, ich habe ein paar Winterspaziergänge gemacht, habe dabei auch ein Video gemacht, das könnt ihr euch anschauen, könnt ihr mich begleiten an dem Spaziergang an dem Winternachmittag und habe auch dabei ein bisschen fotografiert, natürlich analog. Habe da ein paar Aufnahmen gemacht, weiß noch nicht, wie die werden. Das lässt sich erst sagen, wenn der Film entwickelt ist. Das ist ja das Überraschende und das Spannende an der analogen Fotografie, dass man nicht gleich schauen kann und gleich wieder löscht, sondern dass man einfach warten muss, ob von der ganzen Filmrolle ein oder zwei brauchbare Bilder rauskommen. Und das macht es umso wertvoller. Dann war ich beim Lidl. Da hat es diese Woche Sportgeräte, Sportzubehör gegeben, Gymnastikmatten, Gummibänder, Hanteln etc. pp. Ich habe mir wieder einen Satz starke Gummibänder geholt und habe die auch schon benutzt. Habe zweimal oder dreimal mit denen trainiert am Abend vorm Fernseher. Ist entspannt und ich muss sagen, diese sanfte Kraftentfaltung von den Gummibändern, die kommt mir jetzt sehr entgegen. Es ist ein sehr sanftes Training, gelenkschonend und man kann es selber dosieren durch die Griffhaltung, wie kurz man das Band oder wie lang man das Band nimmt. Wen das interessiert, wie das funktioniert, da habe ich vor 2-3 Jahren mal ein Trainingsvideo dazu gemacht, das Trainieren mit Gummibändern. Vielleicht kann ich es auch noch verlinken. Das war sehr erfolgreich, das Video. Und da zeige ich, wie man mit so einem Gummiband ein komplettes Training machen kann. Sehr gelenkschonend, altersgerecht, also oder man kann es überall machen. Dann habe ich weitergeschrieben. Oder was das weitergeschrieben? Ich habe wieder eine Folge gemacht von dem Kriegstagebuch, von dem Handgeschriebenen. Ja, die Aufrufzahlen sind jetzt da nicht so berauschend, aber viele, auch wenn die Aufrufzahlen nicht vergleichbar sind mit anderen Videos, viele fragen nach, wann machst du die nächste Folge? Ich finde das extrem interessant, deswegen mache ich das auch weiter. Das ist aber auch mit einem gewissen Aufwand verbunden, weil das sehr klein geschrieben ist in Schreibschrift und da könnte man das jetzt gar nicht so flüssig rauslesen. Man muss das teilweise entziffern und deswegen muss ich da jede Seite für Seite rausschreiben aus dem Buch. Und wenn ich da so 8 oder 9 oder 10 Seiten schreibe, dann sind das gerade mal, sage ich mal, 8 oder 9 Minuten beim Runterlesen. Also das ist ziemlich arbeitsintensiv. Zwei Modelle habe ich dann gebaut, Nachmittag, kalt war es draußen, habe im Keller eingeheizt, habe mich an den Tisch gesetzt und habe zwei Modelle gebaut. Und zwar für ein Diorama, einmal hier die Boomerang, das ist ein australisches Flugzeug und die gestern fertig geworden, die Mitsubishi Zero.
Ein super elegantes japanisches Flugzeug, das damals die Lufthoheit hatte am Anfang vom Pazifikkrieg. Und da soll das Diorama auch spielen. Pazifikkrieg oder Südostasien. Das als nächstes werden die Flugzeuge dann lackiert und dann werde ich mich an die Platte von dem Diorama machen. Mein Lieblingsvideo, das ich letzte Woche produziert habe, das war ja das Video zu Don Helmudo. Dieses Spaßvideo. Und das hat super Spaß gemacht und die Kommentare, wo da gekommen sind, waren ja grandios. Müsst ihr auch mal durchlesen. Ganz tolle Kommentare. Ich habe sehr lachen müssen über den einen oder anderen. Und da möchte ich jetzt noch sagen, schaut doch mal das Bezugsvideo an und kommentiert es. Und zwar auf dem Kanal TK Hobbythek. Das letzte Video, das ist eigentlich der Anschubser gewesen für das Video. Schaut euch das Video an, ist mega lustig und kommentiert es bitte auch. Der wird sich freuen, weil der hat sich da auch eine Mordsarbeit gemacht mit dem Video. Und das war eben das sogenannte Reaktionsvideo auf dieses Video vom Kommissar Statter. Schaut euch das an. Meine Batterie kackt gleich ab, sehe ich gerade, obwohl ich sie gerade geladen habe. Schauen wir, ob wir noch fertig werden. Gestern Topfilm angeschaut auf Netflix. Clint Eastwood, Cry Macho. Das ist der Transporter aus dem Altenheim. Konkurrenz vom Staten, vom Jason Statham. Guter Film, directed by Clint Eastwood. Hauptrolle Clint Eastwood. Und nächste Woche wird es als Roadtrip-Video geben. Da fahre ich mit Pfeifenfreunden wohin. Da freue ich mich schon drauf. Das wird ein Highlight. Und Batterie zeigt aus. Ich habe sie gerade geladen. Ich weiß auch nicht, was los ist. Deswegen gebe ich jetzt noch ein bisschen Gas zum Schluss. Und schaut mal eure Abos nach. Habe wieder Nachricht bekommen, dass jemand von mir angeblich nicht mehr drauf war und dass er nicht mehr antworten konnte. Überprüft es mal. Ich habe auch gemerkt, dass gerade stagniert, dass irgendwas nicht stimmt. Das war's. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und wir sehen uns nächste Woche.